Viel Betrieb herrschte am Sonnabend beim Wintermarkt in der Kartenkampfschule und der Dämmelwerkstatt in Gandake See. Hunderte Besucher nutzten die Gelegenheit, um Dekoratives oder kleine Geschenke für die Weihnachtszeit zu erwerben. Oder sich bei Bratwurst und Getränken einfach nett zu unterhalten. Den Stand des Fördervereins der Kartenkampfschule, für den die Eltern wieder fleißig gebastelt hatten, war schon am frühen Nachmittag so gut wie ausverkauft. Große Nachfrage herrschte auch nach Losen für die Tombola, für die örtliche wie auch überregionale Firmen rund 1200 Preise gespendet hatten. Noch mehr als in den vergangenen Jahren. In der Dämmelwerkstatt riss das Duo Otaria, bestehend aus Heilerziehungspfleger Gerd von Seggern und seinem autistischen Zögling Adrian Schiebel, mit ihren meditativen Trommelklängen die Zuhörer mit. Kartenkampf-Schulleiterin Anne Fischer zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden.